Es war 4 Uhr morgens, als er die Treppe zu seiner Wohnung hinaufschritt. Er begab sich vor allem in sein Sprechzimmer, verschloss das Maskengewand sorgfältig in einem Schrank und da er es vermeiden wollte, Albertine zu wecken, legte er Schuhe und Kleider ab, noch ehe er ins Schlafzimmer trat. Vorsichtig schaltete er das gedämpfte Licht seiner Nachttischlampe ein. Albertine lag ruhig, die Arme im Nacken verschlungen, ihre Lippen waren halb geöffnet, schmerzliche Schatten zogen rings um sie. Es war ein Antlitz, das Fridolin nicht kannte. Er beugte sich über ihre Stirne, die sich sofort wie unter einer Berührung in Falten legte. Ihre Mienen verzerrten sich sonderbar und plötzlich, immer noch im Schlafe, lachte sie so schrill auf, dass Fridolin erschrak. Unwillkürlich rief er sie beim Namen. Sie lachte von Neuem, wie zur Antwort in einer völlig fremden, fast unheimlichen Weise. Nochmals und lauter rief Fridolin sie an. Nun öffnete sie die Augen. Langsam, mühselig, groß blickte ihn starr an, als erkenne sie ihn nicht. »Albertine?« rief er zum dritten Male. Nun erst schien sie sich zu besinnen. Ein Ausdruck der Abwehr, der Furcht, ja des Entsetzens trat in ihr Auge. Sie streckte die Arme empor, sinnlos und wie verzweifelt, ihr Mund blieb geöffnet. »Was ist dir?« fragte Fridolin stockenden Atems, und da sie ihn immer noch wie mit Entsetzen anstarrte, fügte er wie beruhigend hinzu, »Ich bin's, Albertine!« Sie atmete tief, versuchte ein Lächeln, ließ die Arme auf die Bettdecke sinken und wie aus der Ferne fragte sie, »Ist es schon morgen?« »Bald«, erwiderte Fridolin. 4 Uhr vorüber. Eben erst bin ich nach Hause gekommen.« Sie schwieg. Er fuhr fort. »Der Hofrat ist tot. Er lag schon im Sterben, als ich kam, und ich konnte natürlich die Angehörigen nicht gleich allein lassen.« Sie nickte, schien ihn aber kaum gehört oder verstanden zu haben, starrte wie durch ihn hindurch ins Leere, und ihm war, so unsinnig ihm selbst der Einfall im gleichen Augenblick erschien, als müsste ihr bekannt sein, was er in dieser Nacht erlebt hatte. Er neigte sich über sie und berührte ihre Stirn. Sie erschauerte leicht. »Was ist dir?« fragte er wieder. Sie schüttelte nur langsam den Kopf. Er strich ihr über die Haare. »Albertine, was ist dir?« »Ich habe nur geträumt«, sagte sie fern. »Was hast du denn geträumt?« fragte er mild. »Ach, so viel, ich kann mich nicht recht besinnen.« »Vielleicht doch.« »Es war so wirr und ich bin müde. Und du musst doch auch müde sein.« »Nicht im geringsten, Albertine. Ich werde kaum mehr schlafen. Du weißt ja, wenn ich so spät nach Hause komme, das Vernünftigste wäre eigentlich, ich setze mich sofort an den Schreibtisch. Gerade in solchen Morgenstunden.« Er unterbrach sich. »Aber willst du mir nicht doch lieber deinen Traum erzählen?« Er lächelte etwas gezwungen. Sie antwortete, »Du solltest dich doch noch ein wenig hinlegen.« Er zögerte eine Weile, dann tat er nach ihrem Wunsch und streckte sich an ihrer Seite aus. Doch er hütete sich, sie zu berühren. »Ein Schwert zwischen uns«, dachte er in der Erinnerung an eine halb scherzhafte Bemerkung gleicher Art, die einmal bei einer ähnlichen Gelegenheit von seiner Seite gefallen war. Sie schwiegen beide, lagen mit offenen Augen, fühlten gegenseitig ihre Nähe, ihre Ferne. Nach einer Weile stützte er den Kopf auf seinen Arm, betrachtete sie lange, als vermöchte er mehr zu sehen als nur die Umrisse ihres Antlitzes. »Deinen Traum«, sagte er plötzlich noch einmal, und es war, als hätte sie diese Aufforderung nur erwartet. Sie streckte ihm eine Hand entgegen. Er nahm sie und gewohnheitsmäßig, mehr zerstreut als zärtlich, hielt er wie spielend ihre schlanken Finger umklammert. Sie aber begann, »Erinnerst du dich noch des Zimmers in der kleinen Villa am Wörthersee, wo ich mit den Eltern im Sommer unserer Verlobung gewohnt habe?« Er nickte. »So fing der Traum nämlich an, dass ich in dieses Zimmer trat, ich weiß nicht mehr woher, wie eine Schauspielerin auf die Szene.
Ich wusste nur, dass die Eltern sich auf Reisen befanden und mich allein gelassen hatten. Das wunderte mich, denn morgen sollte unsere Hochzeit sein. Aber das Brautkleid war noch nicht da. Oder irrte ich mich vielleicht? Ich öffnete den Schrank, um nachzusehen. Da hingen statt des Brautkleides eine ganze Menge von anderen Kleidern. Kostüme eigentlich. Opernhaft, prächtig, orientalisch. Welches soll ich denn zur Hochzeit anziehen? Dachte ich. Da fiel der Schrank plötzlich wieder zu und war fort. Ich weiß nicht mehr. Das Zimmer war ganz hell, aber draußen vor dem Fenster war finstere Nacht. Mit einem Male standest du davor. Galeerensklaven hatten dich hergerudert. Ich sah sie eben im Dunkeln verschwinden. Du warst sehr kostbar gekleidet, in Gold und Seide, hattest einen Dolch mit Silbergehänge an der Seite und hobst mich aus dem Fenster. Ich war jetzt auch herrlich angetan, wie eine Prinzessin. Wir beide standen wie im Freien im Dämmerschein und feine graue Nebel reichten uns bis an die Knöchel. Es war die wohlvertraute Gegend. Dort war der See, vor uns die Berglandschaft, auch die Landhäuser sah ich. Sie standen da wie aus einer Spielzeugschachtel. Wir zwei aber, du und ich, wir schwebten. Nein, wir flogen über die Nebel hin und ich dachte, dies ist also unsere Hochzeitsreise. Bald aber flogen wir nicht mehr. Wir gingen einen Waldweg hin, den zur Elisabethhöhe, und plötzlich befanden wir uns sehr hoch im Gebirge in einer Art Lichtung, die auf drei Seiten von Wald umfriedet war, während rückwärts eine steile Felswand in die Höhe ragte. Über uns aber war ein Sternenhimmel so blau und weit gespannt, wie er in Wirklichkeit gar nicht existiert, und das war die Decke unseres Brautgemachs. Du nahmst mich in die Arme und liebtest mich sehr. Du mich hoffentlich auch, meinte Fridolin mit einem unsichtbaren, bösen Lächeln. Ich glaube noch viel mehr, erwiderte Albertine ernst. Aber wie soll ich dir das erklären? Trotz der innigsten Umarmung war unsere Zärtlichkeit ganz schwermütig, wie mit einer Ahnung von vorbestimmtem Leid. Mit einem Mal war der Morgen da. Die Wiese war licht und bunt, der Wald ringsum köstlich betaut und über der Felswand zitterten Sonnenstrahlen. Und wir beide sollten nun wieder zurück in die Welt, unter die Menschen. Es war die höchste Zeit. Doch nun war etwas Fürchterliches geschehen. Unsere Kleider waren fort. Ein Entsetzen ohnegleichen erfasste mich. Brennende Scham bis zu innerer Vernichtung, zugleich Zorn gegen dich, als wärst du allein an dem Unglück schuld. Und all das, Entsetzen, Scham, Zorn, war an Heftigkeit mit nichts zu vergleichen, was ich jemals im Wachsein empfunden habe. Du aber, im Bewusstsein deiner Schuld, stürztest davon, nackt, wie du warst, um hinabzusteigen und uns Gewänder zu verschaffen. Und als du verschwunden warst, wurde mir ganz leicht zumut. Du tatest mir weder leid, noch war ich in Sorge um dich. Ich war nur froh, dass ich allein war, lief glückselig auf der Wiese umher und sang. Es war die Melodie eines Tanzes, die wir auf der Redoute gehört haben. Meine Stimme klang wundervoll und ich wünschte, man sollte mich unten in der Stadt hören. Diese Stadt sah ich nicht, aber ich wusste sie. Sie lag tief unter mir und war von einer hohen Mauer umgeben. Eine ganz fantastische Stadt, die ich nicht schildern kann. Nicht orientalisch, auch nicht eigentlich altdeutsch, und doch bald das eine, bald das andere. Jedenfalls eine längst und für immer versunkene Stadt. Ich aber lag plötzlich auf der Wiese hingestreckt im Sonnenglanz, viel schöner, als ich je in Wirklichkeit war, und während ich so dalag, trat aus dem Wald ein Herr, ein junger Mensch hervor in einem hellen, modernen Anzug. Er sah, wie ich jetzt weiß, ungefähr aus wie der Däne, von dem ich dir gestern erzählt habe.
Er ging seines Weges, grüßte sehr höflich, als er an mir vorüberkam, beachtete mich aber nicht weiter, ging geraden Wegs auf die Felswand zu und betrachtete sie aufmerksam, als überlegte er, wie man sie bezwingen könnte. Zugleich aber sah ich auch dich. Du eiltest in der versunkenen Stadt von Haus zu Haus, von Kaufladen zu Kaufladen, bald unter Laubengängen, bald durch eine Art von türkischem Bazar, und kauftest die schönsten Dinge ein, die du für mich nur finden konntest. Kleider, Wäsche, Schuhe, Schmuck, und all das tatest du in eine kleine, gelblederne Handtasche, in der doch alles Platz fand. Immerfort aber warst du von einer Menschenmenge verfolgt, die ich nicht wahrnahm. Ich hörte nur ihr dumpfes, drohendes Geheul. Und nun erschien der andere wieder, der Däne, der früher vor der Felswand stehen geblieben war. Wieder kam er vom Walde her auf mich zu, und ich wusste, dass er indessen um die ganze Welt gewandert war. Er sah anders aus als zuvor, aber doch war er derselbe. Er blieb wie das erste Mal vor der Felswand stehen, verschwand wieder, dann kam er wieder aus dem Wald hervor, verschwand, kam aus dem Wald. Das wiederholte sich 2 oder 3 oder 100 Mal. Es war immer derselbe und immer ein anderer. Jedes Mal grüßte er, wenn er an mir vorüberkam, endlich aber blieb er vor mir stehen, sah mich prüfend an. Ich lachte verlockend, wie ich nie in meinem Leben gelacht habe. Er streckte die Arme nach mir aus. Nun wollte ich fliehen, doch ich vermochte es nicht, und er sank zu mir auf die Wiese hin. Sie schwieg. Fridolin war die Kehle trocken. Im Dunkel des Zimmers merkte er, wie Albertine das Gesicht in den Händen gleichsam verborgen hielt. »Ein merkwürdiger Traum«, sagte er. »Ist er schon zu Ende?« Und da sie verneinte, »So, erzähl doch weiter.« »Es ist nicht so leicht«, begann sie wieder. »In Worten lassen sich diese Dinge eigentlich kaum ausdrücken. Also, mir war, als erlebte ich unzählige Tage und Nächte. Es gab weder Zeit noch Raum. Es war auch nicht mehr die von Wald und Fels eingefriedete Lichtung, in der ich mich befand. Es war eine weit, unendlich weithin gedehnte, blumenbunte Fläche, die sich nach allen Seiten in den Horizont verlor. Ich war auch längst seltsam, dieses längst, nicht mehr mit diesem einen Mann allein auf der Wiese. Aber ob außer mir noch 3 oder 10 oder noch 1000 Paare da waren, ob ich sie sah oder nicht, ob ich nur jenem einen oder auch anderem gehörte, ich konnte es nicht sagen. Aber so, wie jenes frühere Gefühl von Entsetzen und Scham über alles im Wachen Vorstellbare weit hinausging, so gibt es gewiss nichts in unserer bewussten Existenz, das der Gelöstheit, der Freiheit, dem Glück gleichkommt, das ich nun in diesem Traum empfand. Und dabei hörte ich keinen Augenblick lang auf, von dir zu wissen. Ja, ich sah dich. Ich sah, wie du ergriffen wurdest von Soldaten, glaube ich. Auch Geistliche waren darunter. Irgendwer, ein riesengroßer Mensch, fesselte deine Hände, und ich wusste, dass du hingerichtet werden solltest. Ich wusste es ohne Mitleid, ohne Schauer, ganz von fern. Man führte dich in einen Hof, in eine Art von Burghof. Da standest du nun mit nach rückwärts gefesselten Händen und nackt. Und so wie ich dich sah, obwohl ich anderswo war, so sahst du auch mich, auch den Mann, der mich in seinen Armen hielt, und alle die anderen Paare, diese unendliche Flut von Nacktheit, die mich umschäumte und von der ich und der Mann, der mich umschlungen hielt, gleichsam nur eine Welle bedeuteten. Während du nun im Burghof standest, erschien an einem hohen Bogenfenster zwischen roten Vorhängen eine junge Frau mit einem Diadem auf dem Haupt und im Purpurmantel. Es war die Fürstin des Landes. Sie sah hinab zu dir mit einem streng fragenden Blick. Du standest allein,
Die anderen, so viele es waren, hielten sich abseits an die Mauern gedrückt. Ich hörte ein türkisches, gefahrdrohendes Murmeln und Raunen. Da beugte sich die Fürstin über die Brüstung. Es wurde still. Und die Fürstin gab dir ein Zeichen, als gebiete sie dir, zu ihr hinaufzukommen, und ich wusste, dass sie entschlossen war, dich zu begnadigen. Aber du merktest ihren Blick nicht oder wolltest ihn nicht bemerken. Plötzlich aber immer noch mit gefesselten Händen, doch in einen schwarzen Mantel gehüllt, standest du ihr gegenüber. Nicht etwa in einem Gemach, sondern irgendwie in freier Luft, schwebend gleichsam. Sie hielt ein Pergamentblatt in der Hand, dein Todesurteil, in dem auch deine Schuld und die Gründe deiner Verurteilung aufgezeichnet waren. Sie fragte dich, ich hörte die Worte nicht, aber ich wusste es, ob du bereit seist, ihr Geliebter zu werden. In diesem Fall war dir die Todesstrafe erlassen. Du schüttelst verneinend den Kopf. Ich wunderte mich nicht, denn es war vollkommen in Ordnung und konnte gar nicht anders sein, dass du mir auf alle Gefahr hin und in alle Ewigkeit die Treue halten musstest. Da zuckte die Fürstin die Achseln, winkte ins Leere, und da befandest du dich plötzlich in einem unterirdischen Kellerraum, und Peitschen sausten auf dich nieder, ohne dass ich die Leute sah, die die Peitschen schwangen. Das Blut floss wie in Bächen an dir herab. Ich sah es fließen, war mir meiner Grausamkeit bewusst, ohne mich über sie zu wundern. Nun trat die Fürstin auf dich zu. Ihre Haare waren aufgelöst, flossen um ihren nackten Leib. Das Diadem hielt sie in beiden Händen dir entgegen, und ich wusste, dass sie das Mädchen vom dänischen Strande war, das du einmal des Morgens nackt auf der Terrasse einer Badehütte gesehen hattest. Sie sprach kein Wort. Aber der Sinn ihres Hierseins, ja ihres Schweigens war, ob du ihr Gatte und der Fürst des Landes werden wolltest, und da du wieder ablehntest, war sie plötzlich verschwunden. Ich aber sah zugleich, wie man ein Kreuz für dich aufrichtete. Nicht unten im Burghof, nein, auf der blumenübersäten unendlichen Wiese, wo ich in den Armen eines Geliebten ruhte, unter all den anderen Liebespaaren. Dich aber sah ich, wie du durch altertümliche Gassen allein dahinschrittest, ohne jede Bewachung, doch wusste ich, dass dein Weg dir vorgezeichnet und jede Flucht unmöglich war. Jetzt gingst du den Waldpfad bergan. Ich erwartete dich mit Spannung, aber ohne jedes Mitgefühl. Dein Körper war mit Striemen bedeckt, die aber nicht mehr bluteten. Du stiegst immer höher hinan. Der Pfad wurde breiter, der Wald trat zu beiden Seiten zurück, und nun standest du am Wiesenrand in einer ungeheuren, unbegreiflichen Ferne. Doch du grüßtest mich lächelnd mit den Augen wie zum Zeichen, dass du meinen Wunsch erfüllt hattest und mir alles brachtest, wessen ich bedurfte. Kleider und Schuhe und Schmuck. Ich aber fand dein Gebaren über alle Maßen töricht und sinnlos, und es lockte mich, dich zu verhöhnen, dir ins Gesicht zu lachen, und gerade darum, weil du aus Treue zu mir die Hand einer Fürstin ausgeschlagen, Foltern erduldet und nun hier heraufgewankt kamst, um einen furchtbaren Tod zu erleiden. Ich lief dir entgegen, auch du schlugst einen immer rascheren Gang ein, ich begann zu schweben. Auch du schwebtest in den Lüften, doch plötzlich entschwanden wir einander, und ich wusste, wir waren einander vorbeigeflogen. Da wünschte ich, du solltest doch wenigstens mein Lachen hören, gerade während man dich ans Kreuz schlüge, und so lachte ich auf, so schrill, so laut ich konnte. Das war das Lachen, Fridolin, mit dem ich erwacht bin.
Sie schwieg und blieb ohne jede Regung. Auch er rührte sich nicht und sprach kein Wort. Jedes wäre in diesem Augenblick matt, lügnerisch und feig erschienen. Je weiter sie in ihrer Erzählung fortgeschritten war, umso lächerlicher und nichtiger erschienen ihm seine eigenen Erlebnisse, soweit sie bisher gediehen waren, und er schwor sich, sie alle zu Ende zu erleben, sie ihr dann getreulich zu berichten und so Vergeltung zu üben an dieser Frau, die sich in ihrem Traum enthüllt hatte, als die, die sie war, treulos, grausam und verräterisch, und die er in diesem Augenblick tiefer zu hassen glaubte, als er sie jemals geliebt hatte. Nun merkte er, dass er immer noch ihre Finger mit seinen Händen umfasst hielt und dass er, wie sehr er diese Frau auch zu hassen gewillt war, für diese schlanken, kühlen, ihm so vertrauten Finger eine unveränderte, nur schmerzlicherer gewordene Zärtlichkeit empfand und unwillkürlich, ja, gegen seinen Willen, ehe er diese vertraute Hand aus der seinen löste, berührte er sie sanft mit seinen Lippen. Albertine öffnete noch immer nicht die Augen. Fridolin glaubte zu sehen, wie ihr Mund, ihre Stirn, ihr ganzes Antlitz mit beglücktem, verklärtem, unschuldsvollem Ausdruck lächelte, und er fühlte einen ihm selbst unbegreiflichen Drang, sich über Albertine zu beugen und auf ihre blasse Stirn einen Kuss zu drücken. Aber er bezwang sich in der Erkenntnis, dass es nur die allzu begreifliche Ermüdung nach den aufwühlenden Ereignissen der letzten Stunden war, die in der trügerischen Atmosphäre des Ehegemachs sich in sehnsüchtige Zärtlichkeit verkleidet hatte. Doch wie immer es in diesem Augenblicke mit ihm stand, zu welchen Entschlüssen er im Laufe der nächsten Stunden gelangen sollte, das dringende Gebot des Augenblicks für ihn war, sich auf eine Weile wenigstens in Schlaf und Vergessen zu flüchten. Auch in der Nacht, die dem Tod seiner Mutter gefolgt war, hatte er geschlafen. Hatte er tief und traumlos schlafen können? Und er sollte es in dieser Nacht nicht? Und er streckte sich an der Seite Albertinens hin, die schon eingeschlummert zu sein schien. Ein Schwert zwischen uns, dachte er wieder. Und dann, wie Todfeinde liegen wir hier nebeneinander. Aber es war nur ein Wort.